So. Was ist denn für ein scheiß Tablet? Weiter geht's. Einmal F. Schicht. So, genau. Hallo. Moin, moin. So, genau. Nehmen wir zum Beispiel der Old Elder Scroll. ESO Online, wie ich es so schön nenne. So, folgendes Problem. Die Falle, ich habe mir damals dieses DLC geholt für dieses Skyrim, also wo du halt auch Vampir werden kannst oder Werwolf, eins von beiden. Weil ich stehe ja auch voll auf Vampire. Also Drachen, Vampire, das ist so. Oder wie man es so schön sagen würde. Bla 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 bla. ja. Nächste Haltestelle. Berliner Straße. Ich habe mir auch kein Abo geholt, weil ich dachte, naja, komm, wenn wir schon richtig durchcraften, machen wir es richtig. Also. Habe ich gedacht, na gut. Das wird schon. Du brauchst halt nur länger Zeit zum Craften. Klar. So, dann war es natürlich die Sache Equipment. Was kannst du wie wo steigern? Wie geht das? Was brauchst du dafür, um da hinzukommen? So. Wenn du nicht in der Gilde mit drin bist oder wenn du keine Gilde hast, ja, wo keine, wo... Wie gesagt, ich habe geschrieben, hey, such Gilde, wie sieht's aus? Erklärung hast du nicht gesehen. Meine Hoffnung war, dort reinzukommen, wo Leute sind, 20, 30 Stück. Ja, Hauptsache, du bist aufgefangen. Die erklären sie, alles schön und gut. Fehlanzeige. So ist mein Spieloptimismus immer weiter runtergegangen. Was ich ja nicht hoffe. Weil, wie gesagt, ja, wenn das, auch weil in gewissen Kerkernkreisen, ja, du hast ja da verschiedene von ESO Online verschiedene Kerker gehabt, ja. Du konntest es zwar alleine machen oder du gehst mit einer Gruppe rein. Nur hast eine Gruppe, die höher sind als du und machen hier einen auf Bonanza, die ziehen durch. Selbst wenn du fragst, hey, ich müsste woanders lang gehen, könnt ihr mir auch da helfen? Schwuppdiwupps, waren sie schon draußen. Also. Auf Eigen. Weil, wie gesagt, ESO Online, die Grafik ist der. Also, ich. Dieses Mittelalterliche, dieses. Wie hieß denn dieses vor Skyrim, das DLC, was da rauskommen ist? War das Elsweyr, was da rausgekommen ist? Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Die Kartenerweiterung hatte ich mir auch geholt. Da kannst du auch ziemlich viel Geld reinstopfen. Ja, wie gesagt. Das Spiel schluckt richtig. Aber ich wollte halt mal gucken, ohne ESO Plus, ne? Vielleicht kommst du ja durch. Vielleicht passt das ja. Und jedes Mal, wenn ich Gold übrig hatte, ab in die Truhe, schön lassen und alles ist gut. So, dass es auch wirklich passt. Nächste Haltestelle. Oh, böse. Martin Luther Kirche. Böse. Naja, also wie gesagt, das ist halt so. Dein WB, Lucy. Oh, bist doch eine Alte. Das einfach auf die Straße läuft, ey. Gibt's nicht. War platt. Ist auch passiert. Egal. Hallo. Kein Verlust. Ja, also wie gesagt, ESO Plus, das wollte ich mir da nicht holen, aber du brauchst halt ziemlich lange, um halt dein Equipment und deinen Stab. Selbst wenn du dann in diesem Ring
Ich bin gerade auf meinem Discord-Server. Nächste Haltestelle. Genau. Wie gesagt, es frisst halt ziemlich viel, ne? Also ESO Plus, das weiß ich halt. Oder ESO Online. Dir ist langweilig. Ah, das ist doch schön. Hey. Dann ziehen wir. Yo, was geht ab? So. Hallöchen. Hallo. Na? Na? What geht? Nicht viel tatsächlich. Gerade bisschen Final Fantasy, bisschen wilde Stämme jetzt. Ja. Cool. So, ich soll jetzt mal weiterfahren. Ja. Ja. Ach, aber willkommen. Willkommen eben bei der RSG-Busfahrt. Der Chauffeur. Zwei Chauffeure sind unterwegs. Wo wart ihr denn heute Morgen, wo ich zur Apotheke musste, hä? Ja, genau. Ja, ich hab ihm gesagt, er hat verpasst, pünktlich mit seinem Bus rauszufahren, aber er wollte nicht hören. Ja. Ja, echt mal Schande über euch. Tja. Ja. Ach, Sascha, was ich dir jetzt auch mal persönlich sagen wollte, ist, du weißt ja, wie ich es meine. Ja, ne? Klar, ich weiß es schon. Ja. Hallo. Ich will nicht, dass du so viel Geld für etwas ausgibst, was du dann im Nachhinein halt bereust, weil das Geld kann man dann auch anders investieren. Deswegen sage ich es dir nochmal persönlich, überleg es dir bitte vorher erst gründlich. Versuch oder hol am besten erst die Trial-Version. Du hast zwar dann Einschränkungen, aber wir können immer noch zusammenspielen. Na gut, das ist ja... Wie gesagt, wir können ja morgen da die Unterschiede uns da ja in Ruhe angucken. Also die Unterschiede kann ich dir aufzählen. Aber das kommt ja. Ja, können wir auch. In ich Ruhe weiß, machen. Dass ich einen an der Pfanne habe, du Vogel da hinten. Du kannst auch gleich aussteigen und einen Bus schieben. Ey. Mann. Was braucht der? Du bist ein komischer Vogel da hinten. Tageskarte für das Gebiet A, bitte. Jo. Schön. Die meckern schon bitte, ey. Friede, Freude, Pfannekuchen. Ja. Pfanne habe ich auf dem Kopf. Ein einfaches Tagesticket, bitte. Gilt das so oder muss ich das entwerten? Aber ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch. Und sag mir bitte vorher Bescheid, du kriegst meinen Freundescode. Weil, falls du doch länger spielen solltest, also mehrere Monate, so, dann kriege ich Belohnungen. Also ich bin auf jeden Fall mal auf das Winter-Event gespannt. Weil die Farben... Achso, der lässt mich durch, ja. Winter-Event, da muss ich mal überlegen, was haben die da geplant? Nein, was ich damit meine ist einfach, es gibt manche Spieler, ja, die haben einfach so schöne Farben, das passt einfach viel sehr zum Winter. Wie zum Beispiel, wenn du bei SWTOR bist und du hast diese rot-grüne Kristalle oder diese blauen Kristalle fürs Laserschwert zum Beispiel zu bauen, das ist immer so, ach, so schön. Da denke ich immer gerade so, oh, scheiß auf Omsi, scheiß auf so ganze Grails, geh in Star Wars rein. Hauptsache nur wegen den Farben zu sehen, ey. Ach, komisch. So. Aber ich freue mich. Ja. Weil ich habe mir eigentlich schon gedacht, man könnte ja wieder so tagsweise machen, da oben sieht am Montag, Dienstag ETS eine ganze Grafik. Ich sag, nee, das passt dann auch wieder nicht, ne? Dieses... Nächste Haltestelle, Eduard Michaelis-Haus. Fällt dich nicht so an, ich fahre jetzt mit dir Omsi und nachher mein Livestream an und du zockst Snowrunner. Ja, aber ich will halt schon jeden Tag halt eine Aufnahme halt drin haben, verstehe ich? Das ist halt so... Bob produzieren, mein Freund. Das wird wie bei Final Fantasy sein, das was wir auch aufnehmen, das kommt dann am nächsten Tag dann raus. Oder die nächsten Tage. Und wenn es halt fünf Videos am Tag sind, dann sind es halt mal fünf Videos am Tag. Aber dafür stehe ich dann auch wieder nach Pavels Zeiten auf, ne? Nachts um 3 stehe ich auf, bin dann bei ihm im Chat. Tausche mich dann noch ein bisschen aus. Vor allem gerade Hof Bergmann, was er heute Morgen gezeigt hat. Boah, das ist ja ein geiler Schinken. Cliffhanger. Und...
wenn er dann unterwegs ist. Oder wenn dann schneide ich die ganzen Videos. Ja, wenn ich da bei ihm als Modder da bin. Hi. Eine Tageskarte bitte. Jawohl. Auch wenn ich das alles vorzünde, dann habe ich genug Zeit für den anderen Kram. Und es geht dann jeden Tag so weiter. Ich bin zu Abend dann um 18 Uhr dann komplett fertig mit den Nerven. Ich meine, ihr kennt mich. Ich bin schon beim Livestream eingeschlafen. Oder eingenickt. Und dafür habe ich ja auch einen schönen Sound, ne? Ruf Kelly. In die Dorfheide. Dann passt das ja. Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Oh, schon wieder Erwachsener. Dankeschön. Nee, nichts Dankeschön. Weiter Klappe, Alter. Aber weißt du was, Justin? Ich bin ja schon froh, dass man diese Stimme da von einer... Die eine Kundin... Guten Morgen! Nicht hören müssen. Alter Schwede, hier. Nächste Haltestelle. Jovi-Platz. Ich meine, weißt du, wo ich halt... Selbst wenn ich da als Verkäufer beim Götz geschafft habe. Und wenn ich euch sage, Moin... Ja, es ist halt schon... Ja, was wird denn das? Kannst du fahren oder kannst du nicht fahren? Typisch KI. Solange mal kein Kunde der Auge verdreht und sagt, oh, ist alles in Ordnung, bin ich zufrieden. Dann drück doch auf früher, was ist denn los bei dir, ey? Ja, weck dich die KI auf. Ich stehe an der Haltestelle, dass die Leute rein. Kein alter Wunsch, macht hier so erdrückt, weil er da raus will. Dumm. Naja, ist so wie die Lost Boy Fahrt. Sitzt auf dem Sitz, ne, und das Fahren und kann dann lieber Knöpfe drücken. Da warst du aber auch komplett lost, Junge. Aber wie, ey. Ich weiß nicht, was ich da für eine Scheiße zusammen gefahren habe, aber ey, mir egal. Da hast du dir aber auch Altenmüll zusammengefahren, ne, ey. Kannst du keinem erzählen. Hä, aber es gab Geld. Ich aber gestern in Snowrunner genauso. An der einfachsten Stelle bin ich mit dem Truck umgekippt. Aber komm, wie geil ist das denn? Und dann bin ich im Purzelbaum, bin ich den Berg runtergefallen mit der Karre. Jetzt und hier, Justin auf Upbring. Wie bei SnowRunner. Muss mal meine BODs gucken, den Stream muss ich mal runterladen, aber das sind 6 Stunden. Der Stream muss groß sein. Ich hab hier 10 Stunden. 10 Stunden von. Von Sengoku Dynasty, das Video, ich hab's immer mal geschafft, die zu schneiden. Für Freitag hochzuladen. Das wird auch alles morgen gemacht. Also. Na, morgen guckst du aber bitte um 6 Uhr mit deinem Bus aus, ne? Nee, morgen stehe ich schon um 3.30 Uhr auf. Ja, dann rückst du bitte um Viertel nach 4 aus. Aha. Wenn die ersten Busse rausfahren. Schieb dich selber raus, dann können wir weiterreden. Also ich mache immer die abendlichen Runden. Die abendlichen Runden, ja. Ja. So ab 22 Uhr. Ja. Richtung Betriebsrat geht. Drei Finger ist schon ein beschissenes Plan, alles klar, ich weiß Bescheid. Okay. Glaubst du? Was ich glaube. Hätte ich es fragen sollen, was ich denke. Ja. Lieber nicht, mein Freund, lieber nicht. Da wird sich mein Opa noch im Grab umdrehen.
Ach, sind wir ja schon wieder am Goetheplatz. Mann, Mann, Mann. Nächste Haltestelle. Das sind ja voll bescheuerte Kreuzungen, ey. Ja, nach Justins Wunsch gebaut. Definitiv nicht. Ja, wenn die Franzosen das sagen würden, Kreuz à la Justin. Bei dem war doch auch schon wieder irgendwas im Kaffee. Nö, ich will meinen Kaffee holen, deswegen machen wir das auch jetzt. Die 5 Minuten, die stehen wir jetzt hier an. Oh, nee. Jetzt kann's rot werden von mir aus, ey. So, dann machen wir kurz einen Aufnahmestopp. Gehe ich mir nämlich gerade noch einen Kaffee und schön weiter vorkommen. Schön weiter vorkommen. Hier wird geparkt. Da hinten. Sollte alle 64 Bit oder höher. Mit der 1060. So, ja, das, genau. Macht das deshalb auch ein bisschen Ärger. Ist halt aber Standard. Ja. Okay, AMD Ryzen 7 3700. Ich glaube, ich habe auch genau dieselbe. Ja, ja, ich habe genau dieselbe. So. Ja, aber. Eigentlich müsste er das packen, so von der CPU her. Ja, aber es kommt drauf an, wie viel RAM du hast. Genau, Arbeitsspeicher. Das ist ja der entscheidende Punkt. Der Ryzen 7 und die GTX 1070, das ist ja alles schön und gut, aber dein Endpunkt RAM, das ist der entscheidende Punkt. 16 GB. Ich weiß nicht, ist das wenig für OMSI? Das reicht auf jeden Fall für den. Ja, vielleicht mal gucken, welchen Arbeitsspeicher du hast und vielleicht mal auf 32 GB erweitern. Das könnte ich eventuell. Ich habe 32 drin und jetzt macht Ruhrgebiet bei mir nicht so Ärger. Ich schick da mal die CFG-Datei bei Discord rein. Ja, man kann natürlich auch erstmal gucken, ob man das eventuell mit Einstellungen so, sag ich mal, halbwegs fixen. Vielleicht hilft es ja schon. Also wenn ich schon da mit dem komischen Sensor da rumspielen kann, was da läuft, ne, was da lübt, war schön, ne, dann wird's auch bei dir funktionieren. Weil ich hab noch mit meinem alten Rechner, der hinter dem Bildschirm steht, ne, GTX, ne, GeForce, doch. Game 970er, die übertaktet 4 GB Arbeitsspeicher hat, habe ich auch noch OMSI gezockt. i5 Prozessor, was ich da habe. Und es war ein Homeoffice-Rechner. OMSI 25 FPS. Läuft. Mein Freund und ich machen uns über die Menschen lustig, die sich die auf Lidl oder Aldi angeboten hereinfallen. Ach Gott, hör mir auf, ey. Ja, würde ich nie machen. Niemals. Also, ich war schon... Also nichts gegen alte Leute, die ihre Enkelin oder Enkel halt was eine Freude machen, so mit einem Gaming-PC. Aber es gibt auch... Aber nicht nur so ältere Leute, sondern halt auch so Leute wie wir, also in unserem Alter, die halt gerne halt so zocken, so fallen halt schon auf das Wort Gaming herein, ohne sich halt die Komponenten sich genauer mal anzuschauen und mal ein bisschen gegenrecherchieren. Okay, aus welchem Jahr ist das? Wie viel ist das, sag ich mal, noch angemessen für die heutigen Spiele? Weil die Spiele entwickeln sich halt auch weiter. Mhm. So, und haben immer mehr Anforderungen. Deswegen finde ich es halt manchmal echt lustig, wie jemand halt behaupten kann, es ist ein Gaming-Rechner und da sind halt vielleicht Komponenten drin, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren verwendet hat. So. Ah. Ja, oder so, ja. Das kann auch sein. Ich bin immer schon, was Elektro angeht, Mediamarkt. Ja, definitiv. Angewiesen. Mediamarkt oder so wird's über Lori, wo ich mir den ersten Gaming-PC über ihren Link bestellt habe und den zweiten habe ich mir dann so geholt. Und habe alles aufgerüstet. Oh. Ja, selber aufrüsten ist halt immer das Beste. Also die zwei Gehäuse, die ich hier habe, die kann ich auch selber aufrüsten.